Ja, also für mich war das sicher speziell. Von meinem Kinderzimmer aus habe ich den Rutsch eigentlich meine ganze Kindheit aus beobachten können. Darum war es schon ziemlich speziell jetzt für dieses Projekt oder bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Die Rutschung wird seit mehreren Jahrzehnten überwacht und gemessen, aber man hat im neuen Jahrtausend dann festgestellt, dass eine Beschleunigung stattgefunden hatte. Warum, wusste man nicht. Aber man hat dann angefangen, das in einer feinmaschigeren Art zu überwachen. Heute haben wir 4 respektive 5 Systeme, die unabhängig voneinander das gesamte Gebiet überwachen, im Bereich der Millimetergenauigkeit überwachen, und so wissen wir sehr genau Bescheid, was sich hinter mir in diesem Hang, aber auch auf dem Ort, wo ich jetzt stehe, wo das Dorf sich befindet, bewegt und was sich beschleunigt, was wieder langsamer wird. Also das Gebiet ist geologisch sehr interessant, weil es hat sehr viele verschiedene Gesteine. Und diese verschiedenen Gesteine in Kombination, die sind natürlich dann, das interagiert oder reagiert sehr, sehr speziell, sehr komplex. Und das ist geologisch gesehen natürlich sehr interessant, aber dann auch wieder sehr komplex und dann auch schwierig, um zu vorherzusehen, wie sich diese Gesteinsstapel dann eigentlich verhalten. Also in Brienz überwachen wir schon sehr, sehr lange. Also diese Instabilität ist schon seit mehr als 10 Jahren bekannt. Und die wird auch oder wurde auch in den vergangenen 10 Jahren immer schneller. Und zusammen mit dieser Beschleunigung hat man das Überwachungskonzept eigentlich laufend ausgebaut. Begonnen hat das eigentlich mit Spaltenmessungen, die man noch von Hand ausgeführt hat. Dann hat man sehr schnell auf eine Totalstation umgestellt, wo man Reflektoren oder Fixpunkte dann so eingemessen hat und eigentlich die Standmessungen gemacht hat. Dann 2019 kam dann das Radar, ein interferometrischer Radar hinzu. Man hat dann mit Bildanalysen hat man auch Bewegungsraten bestimmt. Also jetzt am Schluss hatten wir ein sehr breit gestelltes Überwachungskonzept. Zusätzlich unsere Geräte, wir haben 2 Radarsysteme im Einsatz, und im Vergleich zu anderen Messmethoden haben wir mit den Radaren den großen Vorteil, dass wir einerseits bei jeder Tageszeit und vor allem auch bei jedem Wetter, sprich bei Nebel, Schneefall oder Regenfall quasi messen können und so sicherstellen, dass jederzeit aktuellste Informationen zur Verfügung stehen. Echtzeitdaten sind in der Regel von extremer Wichtigkeit, weil man möchte ja die Entwicklung oder eventuelle Veränderungen am Berg möchte man so früh und so schnell wie möglich erfassen, damit dann die entsprechenden Stellen oder Behörden schnellstmöglich Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel Sperrungen oder eben wie in diesem Fall eine Evakuierung quasi auszulösen. Die Technologien ergänzen sich sehr gut. Es gibt gewisse Stärken von jeder Technologie. Der Tachymeter, der ist schon am längsten hier. Der ist natürlich sehr genau und es gibt nichts zu interpretieren. Die Resultate sind ganz klar. Mit GPS-Monitoring haben wir den Vorteil, dass wir bei jedem Wetter messen und all diese Messungen zusammen geben das Gesamtbild, welches die Geologen brauchen, um eine Beurteilung machen zu können. Mit diesem Tachymeter haben wir diese Felswand hinter uns überwacht und das war damals das, was interessiert hat. Diese Felswand war damals sehr stark in Bewegung. Das Dorf war damals noch nicht so stark in Bewegung wie heute. Seit 2009 sind fast 15 Jahre vergangen. Da hat sich viel getan. Und zum Beispiel das GPS-Monitoring, welches uns jetzt die Daten liefert für die Verschiebungen hier im Dorf und im Gelände um das Dorf, das konnte man 2009, war das noch nicht denkbar, dass es da eine bezahlbare und auch genau genug Lösung gibt. Also ganz, ganz wichtig sind eigentlich Beobachtungen, und zwar vor allem auch Beobachtungen der lokalen Bevölkerung, die wirklich sehen, wenn sich in der Natur etwas verändert, das eben bisher nicht so war. Aber dann braucht es auch sehr, sehr schnell eigentlich Messungen, weil eigentlich kann man solche Absturzprognosen, ob etwas abstürzen wird, nur wirklich auf Basis von Messungen machen. Also die Standsmessungen, Bewegungsmessungen, die man dann in Geschwindigkeiten eigentlich umrechnet. Diese Monitoring-Systeme, die sind auf der ganzen Welt verteilt. Also wir sind vor allem hauptsächlich im Alpenraum tätig. Einerseits beziehen wir die Radare selbst, die stellen wir nicht her. Die beziehen wir von Firmen, die zum Hexagon-Konzern gehören. Insofern profitieren wir extrem von der Radar-Hardware.
aber auch dem Know-how auf diesem Gebiet. Die Entscheidungen, wir sind rein Datenlieferant in diesem Sinne und wir stellen diese Messdaten dann den Spezialisten der Gemeinde, sprich dem Frühwarndienst, dort hat es verschiedene Geologen und andere Spezialisten drunter, die schauen sich die Daten dann an und interpretieren sie dann. Also mit diesem interferometrischen Radar, da wird eigentlich flächig wird, das ganze Gebiet vermessen und wir sehen eigentlich, welche Bereiche sich wie schnell bewegen. Und der Vorteil ist, der Radar kann halt Bewegungsraten zwischen wenigen Millimetern pro Jahr bis hin zu eigentlich mehreren Metern pro Tag kann der auflösen. Das ist war ein sehr großer Vorteil in dieser Situation. Die Totalstation wurde, wie gesagt, 2009 wurde diese hier installiert. Die wurde der Gemeinde als Okkasionsgerät verkauft. Die hat Baujahr 1998. Die feiert also dieses Jahr das 25-Jahr-Dienstjubiläum. Und es gab eigentlich nie einen Anlass, diese zu ersetzen, weil sie ist sehr zuverlässig. Sie arbeitet sehr genau, sie bekommt jedes Jahr einen Service und da werden die Lager wieder geschmiert. Sonst ist sie aber sehr pflegeleicht. Dieses Gerät eben als Radar ist quasi Tag und Nacht am Messen, plus bei jeder Witterung. Und wir messen dort ungefähr alle 3 Minuten machen wir eine Messung. Sprich, pro Tag sind das knapp 500 Messungen. Dadurch sind wir in der Lage, für das ganze Rutschgebiet Geschwindigkeiten oder Deformationen herauszurechnen, die sind im Bereich von 1 Millimeter pro Tag. Und so sehen dann die Geologen des Frühwarndienstes, die sehen dann, welche Zone gerade besonders aktiv ist und worauf sie ihr Augenmerk momentan richten müssen. Wir haben vor Ostern gesehen, dass die Beschleunigung der Insel markant zugenommen hatte und dass wir nicht mehr ausschließen können, dass sie innerhalb von einigen Wochen abstürzen könnte und dann zur Gefahr würde für jeden und jede, der im Dorf ist. Und deshalb haben wir die Bevölkerung zuerst darauf vorbereitet und mussten eigentlich fast im Wochentakt dann die Wordings ändern und auch dramatisieren. Also wir haben gesehen, es wird immer brenzliger und haben den Leuten dann gesagt, bereitet euch vor. Dann haben wir ihnen gesagt, ihr müsst jetzt bereit sein für eine Evakuierung. Haben immer gehofft, dass wir das nicht brauchen, aber leider mussten wir dann im Mai den Befehl zur Evakuierung geben. Die Leute hatten dann wenige Tage Zeit, um ihre Habseligkeiten aus den Häusern zu räumen, ihre Tiere mitzunehmen. Die Landwirte mussten auch ihre Rinder und die Schafe, die Gänse etc. evakuieren, sodass dann am Abend des 8. Mai das Dorf dann menschen- und tierleer war. Ein gespenstisches Bild. Ich war an diesem Abend auch mit dabei, als wir das Dorf kontrolliert haben. Und dieses lebendige Dorf war dann plötzlich leer und irgendwie auch tot. Und alle haben darauf gewartet, was denn jetzt der Berg uns bringt. Also jetzt in Brienz hat der Klimawandel, also diese Erwärmung, eigentlich keinen Einfluss auf diese Instabilität. Aber es gibt natürlich ganz viele Rutschungen oder Instabilitäten, die maßgeblich durch Niederschläge gesteuert werden. Und dort haben veränderte Intensitäten eine sehr große Wirkung. Also wir gehen davon aus, dass künftig wir mehr mit solchen oder ähnlichen Instabilitäten zu tun haben werden, wegen dem Klimawandel. Also ich habe nur mega Stress gehabt, weil ich musste alle Tiere noch für alle Tiere Platz suchen. Das habe ich aber vorher nicht gemacht. Mhm. Dann habe ich für mich nur so ein paar Kleider und so. Mhm. Möbel haben wir alles so. Die Solidarität war sehr groß. Wir haben, sobald wir über eine Evakuierung effektiv reden mussten und die Leute darauf vorbereiten mussten, haben wir sofort von den Nachbargemeinden von Albula Alvra, aber auch aus dem ganzen Kanton, der ganzen Schweiz, Hilfsangebote bekommen. Die Leute haben begonnen, Geld zu sammeln für die Betroffenen, weil auch in der Schweiz ist nicht ganz alles versichert. Und wir hatten eine sehr große Solidarität, als wir Wohnungen suchten für die Menschen, die evakuiert wurden. Es wurden ja 84 Personen aus dem Dorf evakuiert und wir haben über 130 Wohnungen angeboten bekommen, in nächster Nähe eigentlich von hier, von Brienz. Wir sind ja in unmittelbar Nähe der Lenzer Heide, ein großes Tourismusgebiet und zahlreiche Eigentümer und Besitzer von Wohnungen haben uns ihre Wohnungen angeboten, sehr unkompliziert. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass alle mitfiebern und alle Brienz die Daumen drücken und hoffen, dass dem Dorf nichts passiert. Man wusste nicht, was passiert. Es hätte passieren können, dass Brienz beschädigt oder auch zerstört würde. Man
wusste auch nicht, wie lange die Evakuierung dauert. Das war für die Betroffenen eine sehr große Belastung. Diese Ungewissheit, wie lange muss ich draußen bleiben, was passiert mit meinem Haus, wird es noch stehen, wenn das Ereignis vorbei ist? Und da haben uns die vielen Solidaritätsbekundungen und auch die Hilfsangebote haben uns sehr geholfen und haben die Leute auch in ihrer moralisch sehr gestärkt.